Studio raushören. Das fand ich ganz schön ätzend. Ja, ja. Es war eine ganz spontane Kiste-Intro mit einem sehr kryptischen, sagenumwogenen Titel. Man weiß nicht, was es bedeutet. LFIRS. Ja, schlagt mal was vor, was das bedeuten könnte. Wer es rauskriegt, wer's gewinnt was. Was wissen wir noch nicht, aber. Ja, genau. Ja, lass uns was einfallen. Genau, lass uns was einfallen. Genau. Gutes Rätsel. Ja, ansonsten tatsächlich die einzige Nummer, die nicht so richtig ausgearbeitet war vom Studio, ne? Nee, das ist irgendwie ganz spontan da entstanden. Ja. Wir hatten tatsächlich aber die Idee, ja, ein Instrumental-Intro machen zu wollen. Irgendwie. Da waren wir aber nicht fertig geworden vorher. Ja. Und das ist dann da. Die Lyrics sind super einfach, weil nicht vorhanden. Ein Meisterwerk. Dann ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk. Ja. Kein falsches Wort. Genau, ja. Ja. Man kann auch mit wenigen Worten viel ausdrücken. Ja, das ist ja brillant gemacht. Ja, aber ansonsten sehr Maiden-Style. Ja. So, hat einen fast fröhlichen, sehr optimistischen Einstiegscharakter. Mhm. Und wird dann aber mit King of the Dead direkt wieder auf den Boden der Tatsachen gehauen. Comparing the realms afar, consume the souls misled. Follow you to victory, or King of the Dead. King of the Dead, erste Single. Habe ich der erste Song, der noch nicht fertig war, als ich eingestiegen bin. Ach was. Ja, also Bang in the Rave war schon fast fertig. Ja. King of the Dead, da, das war so das erste Mal alle im Proberaum zusammen so ein Ding ausarbeiten. Wo geht's da in dem Song? Ich find, soll ich verraten? Ja. Man will ja mysteriös bleiben und so. Aber es geht um eine Sache, mit der ich mich vor vielen Jahren sehr viel beschäftigt habe, um World of Warcraft tatsächlich. Ach genau, der Computer. Um Arthas, den König der Verdammten, der sein oldes verfluchtes Dämonenschwert aus so einem Eisklotz zieht und dann zu König der Verdammten wird. Genau. Für, also für Leute, die ihr Leben nicht komplett weggeschmissen haben, den gab es auch schon bei Warcraft 3. Ja. Selbst ich, der mit dem Scheiß nichts anfangen kann. Das weißt selbst du noch, ne? Ja, das weiß selbst ich noch. Ich kann mit dem Scheiß überhaupt nichts anfangen, finde das aber trotzdem geil, was ihr allerdings, also von daher. So soll es sein. Und du hältst ihn ja selber in dem Background. Ja, ja, das ist allerdings große Kunst. Castle of Fear. Tolle Nummer. Zweite Single. Meine Herren, alle direkt das Pulver verschossen beim zweiten Song. Schlag auf Schlag. Ja. Tolles Anfangsriff. Alte Running Wild Schule, könnte man meinen. Ne? Ich finde das ja total Black Metal. Also so alte Running Wild Schule, dass es schon Black Metal ist vielleicht. Dafür ist der Refrain aber sehr Halloween. Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall Hamburg irgendwie. Ja, alte Hamburger Schule. Ja. Man schrieb uns ja auch schon Storm Warrior auf die Fahnen. Das stimmt, ja. Und Paragon. Und Paragon. Ja, auch, also von daher. Haben wir aus Hamburg dann. Genau. Ja, beim Text hast du dir ja auch irgendwie Gedanken gemacht. Genau, ne? Text ist was historisch angehauchtes. Castle of Fear, das geht um das sogenannte Murder Castle. Also darunter wurde es bekannt von H.H. Holmes, der in den 1890ern so sein Unwesen getrieben hat. Bekannte Geschichte. Bizarre Geschichte. Ja, das Hotel gibt es ja nicht mehr. Ne? Das hat man doch. Ist abgefackelt. Ja. So, ja, der Typ wurde dann hinterher festgenommen, ne? Nachdem er seine ganzen Morde begangen hat. Dann haben sie ihn festgenommen und haben ihn, glaube ich, aufgehängt. Und dann hat ein ehemaliger Polizist hat dieses Gebäude gekauft und wollte es in einem Museum restaurieren, quasi. Und so zwei Tage vor Eröffnung ist das ganze Ding abgefackelt unter bis heute ungeklärten Umständen. Verrückt. Verrückt, ne? Also, ich meine. So bizarr, normalerweise würde man sagen, wenn jemand einen Horrorfilm dreht und genau das als Drehbuch schreibt, man würde sagen, boah, der Idiot, der ist völlig drüber. Ja, oder? Ja, das ist vollkommen unrealistisch. Diese postapokalyptische Stimmung. Mich hat das ja immer so ein bisschen erinnert an, oder ich hatte grundsätzlich so ein bisschen diese Idee, Carnival, World War 3 and 4,
So dieses ausklingende am Schluss, so Wind und nur noch irgendwie totale Zerstörung, alles kaputt. Thematisch geht es natürlich um ein bisschen was anderes, ja. Aber so dieses Gefühl, dieses diesen primitiven Mittelteil, der hat auch so alte Carnivore-Schule, Predator oder so, oder fast so ein bisschen auch Celtic Frost oder so. So. Ja, das ne? Ja, das großes genau. Vergnügen, das immer. Zweiter Teil von dir tatsächlich, zwei Textzeilen. Genau, ja. Dann, deswegen muss ich ja jetzt auch singen in der Bridge. dumm gelaufen, kommst du nicht raus. Ja, ja. Und hast du ja auch auf Malo. Ja, genau. Wunderschön. Goldkehlchen. Unser Goldkehlchen. Unser zweites Goldkehlchen. Ansonsten natürlich politisch oder der politischste Text, den wir so haben. Also das geht ein bisschen in den. Das ist ein bisschen dystopisch, ne? Was aus Europa mal werden könnte, wenn man nicht aufpasst. Ich meine, den Untergang von Weltreichen, den kannst, also das kannst du, glaube ich, überall hin übertragen. Das stimmt, also, ob das jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, die Leute in Russland damit auch was anfangen können. Das oder soll ja auch andere Bands geben, die schon ein Album darüber gemacht haben. Oder in den USA. Ne? Wie jetzt? Du hast das erfunden. Dieses, den Untergang von Weltreichen. Den habe ich nicht erfunden. Ah, gut, ja. Da bin ich ja beruhigt. Ja.